Willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Wir haben das letzte Mal ein paar Level geschafft und machen jetzt erst Aero-Chaos. Ich habe... Oh Mann. Ich habe ein paar Leben gesammelt. Wollte ich sagen. Und im nächsten Moment wurde ich vom Gegner erwischt. Ich war wieder mal im ersten Level, wie so oft. Das habe ich euch ja mal demonstriert gehabt, wie man die Leben farmen kann in dem Spiel. Und ich habe, wie versprochen, auf den... Ah, das war falsch. SNES 9X gewechselt. Die Tonqualität ist schlechter, das fällt mir auf. Aber dafür kann ich meinen ganz normalen PlayStation-Controller nutzen, der für mich einfach der Controller der Wahl ist. Derzeit. Hallo, Select. Kann ich hier nicht auf Diddy wechseln? Doch, jetzt. Komm mal her. So. Ich will die Beweglichkeit von Diddy statt dem Damage von Donkey. So, dann kann ich nämlich auch die Gegner totrollen. Hier das Knarzen. Das ist das, was mich stört. Aber das kriege ich auch noch eingestellt. Ich sollte früher springen. Nicht auf den letzten Drücker. So, den habe ich weggerollt. Das war knapp, aber hat funktioniert. Und du bist tot. So. Komm ich da? Ich habe dem Sprung nicht getraut. Kommt der Gegner von hinten? Ja, kommt er. Mhm. Das Schnellspringen ist gar nicht schlecht hier. Das war eine gute Entscheidung. So, hier geht's runter und das... Oh. Der Zwischenspeicher ist ja mal richtig eklig. Okay. So, jetzt sind Ratten auf meinen Fässern. Auf meinen Plattformen. So, das N nehme ich mit. Und ich habe die Plattform fast nicht mehr getroffen. Boah, war das eklig. Wenn man da einmal eine Plattform verfehlt, dann kommt man fast nicht mehr hoch. Aber wir haben den Zwischenspeicher. Dieses Mal ging die Biene nicht kaputt. Ich muss möglichst zentral drauf landen, dass mir die Ratten keine Probleme machen. Ich brauche mal Pause. Meine Nase juckt. So. Rüber. Zack. Immer schön erst die Ratte besiegen und dann auf der Plattform landen. Boah. Ich hatte nicht gesehen, wo es weitergeht. Da brauche ich Donkey. Und so blöd dieser Level mal wieder sich anfühlt gerade. Also, wirklich gut fühlt der Level sich nicht an, aber so blöd er sich anfühlt. Okay. Wenn das passiert, ist natürlich doof. Also normal hat man ja zwei Hits, außer man fällt in ein Loch. Wenn man hier drauf geht, dann geht man drauf, Punkt. So, jetzt habe ich keinen Donkey. Doch, ich kann hier wechseln. So, genau, weil wenn man hier einmal drauf geht, dann geht man drauf, Punkt. Also bei der Plattform, die zur Seite fährt, auf jeden Fall. Bei der, die nach oben fährt, weiß ich es noch nicht. So, weil hier will ich auf den Gegner drauf. Ich hab gegengelenkt, okay. Ich verstehe schon, Spiel, du willst mich wieder ärgern. Jetzt habe ich wenigstens Donkey behalten. Jetzt brauche ich das Donkey fast da oben nicht. Es wäre natürlich eine nette Waffe gegen diesen Gegner, aber Donkey kann den direkt töten, dachte ich. Beim Draufspringen, beim Rollen nicht, beim Draufspringen ja. Ich weiß es gerade nicht. So, da drauf, dann hier rüber und zack, so. Man sollte da, glaube ich, nicht zu schnell springen. Zumindest versuche ich das einfach. Weil, nicht, dass man die Plattform verfehlt. Da wollte ich zu viel. Da unten wäre ein Bonus. Da wären mehrere Boni wahrscheinlich sogar. So, darüber. Oh Gott. Fass.
Normalerweise explodiert doch ein Fass, wenn ich in den Gegner reinspringe, oder? Normalerweise explodieren die Fässer sogar dann, wenn ich mit einem Fass auf den Gegner springe, wobei auf den Gegner springen ja normalerweise den Gegner schon besiegt. Also hier zum Beispiel. Der hat mich zurückgestoßen! Ey, jetzt ist gerade unfair. Also wir können uns alles hier erlauben. Wir haben Zugriff zu Funky. Wir kommen jederzeit in den ersten Level zurück. Ich mache zweimal den gleichen Fehler. Ich sollte auf Donkey wechseln, wenn ich diese Aktion machen will. Weil Donkey wird nicht zurückgestoßen. Ah, ich springe einfach über den Gegner drüber. Wie wär's damit? Ich hab's überlebt. Wenn ich auch Donkey verloren habe, aber Diddy hat's überlebt. So, das war fast zu früh. Ich hatte nicht gesehen, wo die Plattform ist. Und da muss ich dann drüber springen mit Diddy. Ich will nicht wissen, was hier noch so in dem Level versteckt ist. So, komme ich jetzt hier drüber? Ja. So, das war jetzt ein mehrfacher... Upsa, mehrfach auf einmal was gelöst. So, so... Und da drauf. Ich wollte drüber springen, aber ich kann es auch so machen. Das war auch wieder knapp vorm Abgrund. So, einmal, zweimal, dreimal. Ich mache immer eine Zwischenlandung. So, jetzt sind wir wieder bei den Bienen und diesmal haben wir Donkey auch dabei. Ah. Kommt gleich der... Ja, man kann ihn besiegen. So nicht. Man kann ihn besiegen, wenn man mit dem Fass reinspringt, aber bei dem Gegner zählt dann das... Ich glaube, das Problem ist, wenn man ein Fass in der Hand hat und auf den Gegner springt, dann zählt das Draufspringen. Ja. Das Draufspringen zählt. Das Fass geht kaputt, aber das Draufspringen ist das, was den Gegner beeinflusst. Ich glaube, das ist das große Problem an der Aktion. Ah, da war ein Leben. So, jetzt... Ah! Und dann fährt die Plattform einfach weiter. Was will man da noch machen? Das ist halt echt Kacke an dem Level. Und da ist wieder das Kacker, dass man eigentlich egal oder fast egal wo ein One-Hit ist. Weil wenn die Plattform wegfährt, ist vorbei. Punkt. Oh Mann! War ich nicht auf dem Gegner drauf? Warum habe ich da jetzt Donkey verloren? Ja, und Diddy ist an der Stelle halt einfach blöd. So. Ich habe mich zu sehr auf den Gegner konzentriert. Ich hätte gern Dixie jetzt. Das wäre eine Dixie-Stelle, ein Dixie-Level. Mit Dixie wären wär das Level easy peasy, lemon squeezy. So, jetzt hat es Fass gezählt. Jetzt habe ich den Gegner gerade mit dem Fass getroffen als erstes. Das war der Winkel. So, während Donkey sich bewegt, kann man nicht auf ihn wechseln. Das heißt, ich muss jetzt auf die Großen wieder mit Diddy aufpassen. Wie habe ich das vorher mehrfach geschafft? Und gleich sind unsere Leben weg. Die will ich eigentlich nicht verlieren. Ich habe die extra gerade teuer gefarmt. Naja, so teuer war es nicht. Ich meine, ich bin zweimal in den ersten Level rein. Und das war's. So, jetzt drauf. Umruppen. Und dann immer so halb gegenlenken. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und rüber. So, jetzt auch mit dem Fass zuerst abwerfen.
Nicht mal Donkey kann den abwerfen. Die Plattform kam wieder. Die Plattform kam wieder. Also okay, nicht mal Donkey kann auf die drauf springen. Das hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Hatten wir die Gegner schon mal? Das war zu früh. Ist das ein Versuch? Nee, das ist kein guter Versuch. Das wird ein Versuch, den können wir eigentlich gleich abbrechen, weil wir haben keinen Donkey. Und wir brauchen Donkey eigentlich für die... Ich habe Rennen nicht gedrückt. Ich wollte sagen, wir brauchen Donkey eigentlich für die Dicken mit Helm, aber in dem Moment war ich an den Dicken mit Helm schon vorbei. Didi, spring, wenn ich den Knopf drücke. Boah. Alter, Didi. Okay, letzter Versuch. Offensichtlich. Na, wobei, einen hätten wir, glaube ich, noch. Weil man hat ja bei 0 im Normalfall. Ich habe auch mit den Leben nicht gespeichert. Warum auch? So. So. Ich habe nicht auf Donkey gewechselt. Das heißt, lange warten und rollen. Ich bleib mal Didi. Jetzt habe ich mich wieder auf den Gegner konzentriert. Oh Mann, immer der gleiche Fehler. Wie schnell kamen wir zum Mittelspeicher? Nicht schnell genug. Wir gehen Leben holen. Ich habe gerade einen Vogel eingesammelt. Ich will immer einen weiterlenken noch, aber das ist der letzte. Ich habe einen Vogel noch im Inventar quasi. Das heißt, wir können gleich in den Vogelbonus-Level. So, erstes Leben. Fass. Umrennen, Gegner besiegen. Halt. Verpasst. Ja. Okay, jetzt mache ich gerade sogar in dem... Hä? Ich bin gerollt? Ich werde jetzt nicht im ersten Level meine Leben verlieren. Das gibt's doch nicht. Vor lauter diesem einen in den Baumwipfeln habe ich gerade irgendwie alles vergeigt. Also derzeit ist für mich keine gute Zeit zum Spielen. Muss ich echt sagen. Ich hatte gestern Borderlands aufgenommen. Das war mehr schlecht als recht. Ja, man kommt tatsächlich mit Donkey nicht an den Ballon. Da ist ja noch einer. Kannten wir den schon? So, hier ist der Vogel. Upsa. Okay, dann lasse ich den Geier sein. Hol mir Rambi. Und gehe hier in den ersten Bonus rein. Kann man eigentlich die Leben, die weggeflogen sind, nochmal versuchen, wenn man nochmal hingeht? Nach Frosch. Ich dachte, ich hätte einen im Inventar gehabt. Gott, dann hatten wir halt keinen. Und wir wissen ja, erst viel einsammeln und dann den mal zwei so spät wie möglich. Ich teste jetzt nicht, ob ich die Leben nochmal sammeln kann. Wir sind ja gerade am Finish. Da starte ich lieber den Level nochmal. Nein, ich will nicht ins Sturztal. Ich möchte im Dschungelfieber bleiben. Und auf Didi wechseln und hoch. So, Nummer Uno. Dann das hier. Den da machen. So. Ne, den kriege ich so nicht. Den muss ich mit...
Den muss ich eigentlich mit einem Gegner bekommen. Mein Fass war weg. Oh Mann. Was ist denn heute los? Ich war eigentlich schon in dem Gegner drin. So, das haben wir ja mal kennengelernt. Hier ist ein schönes Eck für den Anfang. So, jetzt gehen wir rüber und sammeln einmal hier so den oberen Teil ein. So, das hier ist der letzte. Das heißt, wir drehen jetzt um. So, meine voriges waren immer so 4 Leben. Ich möchte jetzt mal 6. Mindestens. 7 wäre noch cooler. So, jetzt, wenn ich jetzt doppelt, habe ich 7. Jetzt muss ich nur zum Doppel noch kommen. Das reicht nur nicht mehr. Das war zu spät. Dann sind es 3 Leben. Oh Mann, nichts klappt gerade. Ich brauche da länger, als ich dachte. Also 10 Sekunden reicht nicht aus. So, jetzt ist der Geier natürlich wieder da. Und Rambi. Ich wollte heute eigentlich das Spiel abschließen. Das ist jetzt das Nervige dran. Ihr verzeiht, aber ich glaube, ich werde gleich safe staten wieder. Den wollte ich gerade eigentlich ignorieren. Das dauert mir zu. Der dauert lange. Da hätte ich gar nicht rein müssen. Und wir safe staten gleich wieder. Weil ich will jetzt so langsam einfach durchs Spiel durchkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das habe ich wann gespielt hier, Donkey Kong? Ich weiß es nicht mehr, 2015? Ich will es einfach mal aus meiner. Ich muss sagen, ich will es so langsam echt einfach nur noch aus der Liste raus haben. Ist kein schlechtes Spiel. Ist nur halt diese Frustration immer. So, ab zu Candy. Bei Candy speichern wir. Und so speichern wir auch nochmal. Jetzt sind wir hier beim Zwischenspeicher. Perfekt. Die Frage ist, wann ich safe state am besten. Wenn ich safe staten will. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt keine saubere, ruhige Gelegenheit. Doch, wenn ich bei den Dicken vorbei bin. Wenn ich bei den Dicken vorbei bin, also hier. Hier könnte ich safe staten. Ne, mache ich jetzt nicht. Ich will die Zwischenlandung, dass ich einmal Roll springen kann. Hier kann ich safe staten. So. Dann du. Rüber. Upsa. Jetzt wäre ich gerade fast weiter gerannt. So. Hopp, hopp, hopp. Jetzt habe ich ihn irgendwie besiegt. Werfen, springen. Fass nehmen, werfen, springen. Uah. Warum jetzt in die Richtung? Fass. Fass, aber. Das ging jetzt zu gut. Exit. Das ging jetzt fast zu gut, muss ich sagen. So, Neckys Rache. Necky kennen wir. Das ist der Kokosnusswerfer. Das Problem ist, der wirft mehrere Kokosnüsse auf einmal. Und ist in der Zeit, in der er Kokosnüsse wirft, unverwundbar. Das heißt, wir sollten erst ausweichen und dann. Obwohl, der erste Hit war. Der erste Hit war eigentlich ganz gut. Ah. Hey, der wirft die mit verschiedener Weite. So, jetzt drauf und jetzt ausweichen.
Und wie soll ich da ausweichen, bitte? Okay. Einmal. Zählt das als Hit? Ich glaube nicht, das hat als Hit gezählt. Okay. Das war kein Hit. Das auch nicht. Achso, weil er Kokosnüsse wirft. Die kam schnell. Okay, die werden immer schneller. Interessant. So. Da müssen wir nicht jedes Mal so lange warten. Also die erste Kokosnuss ist natürlich leicht. Da war ich... Warum ging die nach links, wenn er von rechts, von links spuckt? Also, der Boss hat keine Logik. Ich bin gesprungen, du Sau. Boah. Also man muss eigentlich das schon den Reifen verwenden zum Ausweichen. Und auf Necki drauf kann man zum Ausweichen. Und dann sollte man sowas nicht machen. Okay. Das geht echt ein bisschen schneller. So, einmal. Also wenn man auf Necki drauf springt zum Ausweichen, dann werden die Kokosnüsse verzögert, was echt ein kleiner Vorteil sein kann. Ja, das ist der Trick. Aua. Das war ein Dreifachtreffer. Die kam wieder zurück. Oh, ich habe gerade den Ton irgendwo ausgeschalten. Jetzt spiele ich wirklich so, wie Computerspieler früher Super Nintendo gespielt haben. Nach jedem Hit speichern. Nee, nicht ganz. Aber der Einstieg... Boah, ist der hoch. Der Einstieg war nicht zu machen. Der ist mir lieber, wenn er unten ist. Okay, da konnte ich wieder nicht weg. Hab ihn noch. Und da war wieder eine, die nach hinten ging. Das ist echt, diese Dinger, die nach hinten gehen. So. Drauf. So. Drei Treffer, vier Kokosnüsse. Ich glaube, damit glitsche ich ihn. Ja. Wenn ich ganz rüber gehe, ganz nach links. Ja, wenn er ganz unten war und ich ganz nach links rüber gehe, dann gehen die Kokosnüsse immer nach links. Damit konnte ich ihn wegglitschen. So. Und da ich jetzt weiß, was kommt, speichere ich ab und... Hallo, Mr. King K. Rool. Aua. Ah, jetzt rennt er zweimal. Zu früh gesprungen. King K. Rool wirft seine Krone und rennt. Und hat eine coole Musik. Zwei. Ich hab's... fast übersehen. So. Zwei. Drei. Zu spät. Da kommt die Krone und da bin ich in den reingesprungen. Mäh.
Und blöderweise weiß ich schon was, was jeden Super Nintendo-Spieler früher geärgert hat, der dieses Spiel durchspielen wollte. Ah, vergessen. Das ist zu früh. Ich will Donkey eigentlich nicht so früh verlieren. Die Musik ist mir fast zu laut gerade. Auf jeden Fall ist da eine nervige Tonlage. So. Drüber. Ja! Zweimal rennen. Also. Krone. Die Krone war vom Kopf weg, ganz klar. Der Arm war unten. Dann halt so. Rennt einmal. Krone rennt einmal, zweimal. Zu früh. Krone weg. Rennt einmal. Rennt zweimal. Rennt dreimal. Also das Super Nintendo hatte schon bessere Musik. Meine Güte, was ist denn gerade wieder los? Also entweder ich werde leichtsinnig, aber das glaube ich eher nicht. Oder ich werde einfach blöd. Ich schieb's mal drauf, dass ich eigentlich noch so halbwegs krank bin. Und dass es deswegen nicht klappt. Einer. Zwei. Drei. Und ganz früh springen. Drauf. Er springt. Wo springt er hin? Ah, darüber. Kanonen. Okay, die gingen von links nach rechts. Da war die Krone. Die war unfair. Er springt wieder. Er springt auf der Stelle. Oh. Ich habe gedacht, ich kann darüber. Okay. Wir sind beim Endgegner. Ich meine, ja, es muss schwer sein. Es ist ein Nintendo-Spiel und es ist ein Endgegner. Aber ich finde es eigentlich, wie gesagt, durch die Musik und das Trial and Error ist es irgendwie eher nervig als schwer. So, jetzt, Moment. Er springt. Eins, zwei, Sprung, okay. Zack, 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 zack. Ich war schon am Springen. Okay, eins, zwei, hüpf rüber. Kanone, Kanone, Kanone. So, und zu früh. Das Problem ist, dass ich das Timing überhaupt nicht einschätzen kann, weil ich kann ihn... Wenn ich ihn sehe, ist die Krone zu nah, um zu reagieren. Wenn ich ihn sehe, ist die Krone zu nah zum Reagieren und wenn ich ihn nicht sehe, kann ich nicht reagieren, weil ich ihn nicht sehe. Schnauze, Donkey, niemand mag dich hören. Vielleicht kann ich hinhören. Moment. Zwei. Drei. Yeah. Nein. Es kommt wieder zurück. Auch das werden mehr. Ist ja geil. Okay. Moment. Ich muss das... Ich will nicht nochmal. Die erste Phase war... Die erste Phase war schon doof. Ich muss dauerrennen. Ich hatte gerade kein Rennen und keinen Sprint. Kein Rennen und keine Rolle. Ah, oh, die Kanone macht Schaden, wenn sie noch auf dem Boden ist. Oh, Mann, Mann, Mann. So, einmal. Dann kommt sie jetzt wieder zurück. So. Zu weit. Okay, jetzt bleibe ich mal bei Donkey. Und sie geht wieder weg. Ich bin gesprungen, aber zu spät. Es war mir jetzt irgendwie klar, dass es dreimal kommt. Naja. Ich will die nicht verlieren, weil ich in eine Kanonenkugel reinlaufe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht reinlaufen. Ich kann damit leben, wenn es auf mich drauf fällt. So, Moment. So.
Ihr könnt mich jetzt alles nennen. Lame und langweilig und keine Ahnung und Anfänger. Ist mir vollkommen egal. Ich möchte jetzt einfach nur noch das Spiel durchspielen. So, Didi jubelt. Aber die Musik bleibt die gleiche. In tiefer Dankbarkeit an. Kuttierung, Klapptrap. Charaktere, Crusher, Kunst, Kritter. Konzept, Klomp. Kommando, King K. Rool. Ende, Fragezeichen. So, und wenn man, wenn man das Spiel damals gespielt hatte und es nicht wusste, weil das ist heute überall bekannt. Die Leute legen ihre Controller weg und King K. Rool steht nochmal auf. Aua. Ich hätte nicht springen dürfen. Er springt genau in die Mitte und ich bin zweimal genau in der Mitte. Okay, die Winkel ändern sich. Zu weit. Und jetzt kommt er wahrscheinlich ganz nah, ja. Okay, das war vorhersehbar. Oh Mann! So. Halt, ich muss hinterher, ich muss auf ihn drauf springen. So, jetzt. Zack. Erster Sprung ist leicht. Zweiter Sprung geht auch noch. Dritter Sprung war zu früh. Okay, das war's. Gut gemacht, mein Junge. Hätte ich dir Grünschnabel gar nicht zugetraut. Eine ganze Horde Kremlings, ganz allein fertig gemacht, da lacht das stolze Operherz. Schau mal in deinem Lager nach. Du könntest eine nette Überraschung erleben. Warum haut er jetzt auf Donkeys Kopf? Hätte ich gespielt, hätte ich alles gefunden. Das ist mir vollkommen egal zwischenzeitlich. Dann gibt es sicher noch ein paar Bonusräume, die ihr übersehen habt. Genau. Und im Bananenhort sind alle Bananen wieder da. So, die Mitspieler. Das war Donkey Kong Country. Finally. Was kann man über Donkey Kong Country sagen? Eigentlich ein ganz geiles Spiel. Also auch die Grafik war seiner Zeit voraus. Die Steuerung flüssig wie Sau und alles. Ganz coole Ideen drin von den Leveln her. Aber mein Riesenproblem ist einfach dieses Trial and Error. Also, dass teilweise In dem Level mit den Stachelrollen, dass die Rollen einfach aus dem Nichts auftauchen und schon zur Hälfte auf dem Bild sind plötzlich. Dass man Level auswendig lernen muss und selbst dann nicht schaffen kann unbedingt, weil das Loslassen von Fässern, während man springen muss, einfach nicht geht. King K. Rool, ich hätte jedes Mal alle Phasen machen müssen. Leben farmen können wir, also ich hätte auf Dauer hätte ich es geschafft, aber da hatte ich keinen Bock auf die Dauer. Das hätte viel zu lange gedauert. Ja, ist aber für mich trotz allem ein nettes Spiel. Muss ich jetzt aber nicht nochmal haben. Also die ersten Level, die kannte ich ja schon ein bisschen und war auch... Ich meine, es war eigentlich ganz gut. Das Spiel ging ganz gut bis zu dem Level mit den Treibstoffen. Bis zu dem, wo ich aufgehört habe. Bis dahin ging es eigentlich die ganze Zeit durchgängig gut. Naja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und schon mal zur Ankündigung. Ich möchte als nächste... Ja, dummes Fass. Als nächste Spiele in der Jump'n'Run-Reihe... Ich mache mit Jump'n'Runs und Plattformern weiter. Möchte ich rausholen die Spiele, die die den Titel geprägt haben des Spielegenres Metroidvania.
Das kann ich euch sagen. Wir spielen Metroidvanias, und zwar die beiden originalen Metroidvanias. In welcher Reihenfolge weiß ich noch nicht. Es ist gerade der 29.10.2018. Vor 3 Tagen, am 26., kam ein PlayStation 4 Remake von Symphony of the Night, Castlevania Symphony of the Night raus, PlayStation-Spiel, was damals eben das Vania in Metroidvania gesetzt hat. Ich habe es privat angefangen, ich bin noch nicht so weit, ich glaube irgendwie 30% der Räume erkundet, das ist so noch gar nichts, aber es ist einfach... Didi verarscht Donkey. Donkey haut Didi weg. Ja, es ist einfach auch ein schweres Spiel, dieses Castlevania. Deswegen, wir gucken mal, in welcher Reihenfolge wir es spielen. Jetzt verarschen sie sich gegenseitig und beißen und... Das sind Animationen, die werden im Spiel sonst nirgends verwendet. Ein Leben hätte mir genug, du mich auch. Ich wäre schneller gewesen, du mich auch. Das waren Animationen, die wurden im Spiel nirgends verwendet, die wurden extra für den Abspann gemacht. Naja. Ja, wir brechen den Abspann ab und wie gesagt, wir sehen uns bei einem Metroidvania-Projekt. Bis dahin, einen schönen Abend noch und tschüss.